Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielmeer-Kanal. Leute, heute mit etwas Neuem vom Playmobil, selbstverständlich. Und zwar, ihr könnt es schon sehen, wir haben unseren Pizzabäcker zu Gast. Und der hat ständig nach einem Pizza-Lieferservice gefragt. Und wer wären wir denn, wenn wir ihm diesen Gefallen nicht tun, Leute? Selbstverständlich, wir haben einen Pizzawagen besorgt. Ein, ja, Pizza-Lieferservice, so nennt er sich bei Playmobil. Hat die Playmobil-Nummer 692 und schaut euch diesen Pizzawagen mal an. Ich finde, das ist nicht so typisch Playmobil. Na, also Playmobil hat ja... Ja, wie soll ich sagen? Also es ist nicht ganz so typisch Playmobil, aber ich finde es sehr, sehr cool. Also das heißt jetzt nicht damit, dass ich das nicht cool finde, sondern es sieht einfach super cool aus. Schaut euch das an. Hier hinten haben wir schon praktisch einen Ofen, wo wir die Pizza reintun können und wir haben auch Pizzaboxen, glaube ich, dabei. Das können wir auch abnehmen und einen, ja, Pizzawagen à la Cabrio machen, falls man das so nennen darf. Kann. So, das kommt hier wieder rein. Dann haben wir hier unseren Pizzabäcker, weil hier gibt es die Figur, meine ich, nicht dazu, sondern den Pizzabäcker gibt es nur in einem Figurenset. So, dann haben wir hier, oh, wir haben sogar noch Sticker, genau, für die Pizzaboxen. Da, kennen wir schon. Werden wir auf jeden Fall noch machen. Schön, 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 schön. Dann fehlt uns, ah, Kennzeichen ist ein Playmobil-Set aus dem Jahr 2012. Woran ich das wahrscheinlich erkenne, also ich hoffe, ich liege jetzt richtig, ist hier PM12 6292. Ne? Ganz rechts sehen wir die Playmobil-Produktnummer und hier das Veröffentlichungsjahr oder Erscheinungsjahr in dem Sinne. Und ich meine, es ist 2012, Leute. Also schon ein paar Jährchen her. So, okay, damit hätten wir diese Sticker. Was haben wir denn noch hier? Irgendwie müssen wir das so hinten die Tür auch schließen können. Oh, und hier haben wir die Pizzen. Hier haben wir die Pizzen. Die Pizzen, die Pizzen. Ja. Wenn man sie nur essen könnte jetzt, das wäre noch phänomenaler, wenn es dieses Wort überhaupt gibt. So sehr viele Tüten irgendwie für meinen Geschmack. Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tüten für ein sehr kleines Set. Das hätte man, glaube ich, ein bisschen umweltfreundlicher gestalten können. Finde ich. So, wir haben jetzt hier fast nahezu alles ausgepackt. Die beiden Dinger waren jetzt nicht im Set mit dabei. Die habe ich jetzt mal so mit dazu genommen, weil wir das natürlich schon hatten. So, ich brauche immer noch die Bedienungsanleitung für den Zusammenbau. Ah, okay. Hier steht auch nochmal Pizza. Sehr cool. So, das kommt, glaube ich, hier rein. So. Ich finde, das sieht richtig cool aus, Leute. Mir gefällt es sehr. Oh, sorry, an die Kamera wollte ich jetzt nicht. Jetzt muss ich mich nur noch mal fragen, wie kriegen wir das hier? Ist das so richtig? Ich hoffe doch. Ich hoffe, die Tür... Oh Gott, ich glaube, die Türen sind so nicht richtig. Ist das so rum? Ist das so rum? Ist das so rum vielleicht richtig? So, ich glaube, ja. So eher. Ja. Und hier auch nochmal. So. Damit wären die Türen hier auch verschlossen. Dann packen wir hier noch die Sticker drauf. Die kommen einmal hier oben drauf, glaube ich. Genau. Wie gesagt, kennen wir schon. Pizza! A la carte. Meine Pizza sieht wie folgt aus. Da ist nichts drauf. Außer der Teig. Okay, vielleicht noch Käse. Und das war's. Also meine Pizza solltet ihr auf jeden Fall nicht essen, Leute. Und vielleicht Pommes, weil ich Pommes liebe. Ja, Pizza Pommes würde ich, glaube ich, machen. Das scheint hier eine Mozzarella-Pizza zu sein. Und vielleicht eine Fungi. Mag ich gar nicht. Also mit Pilzen. Aber Peperoni sind ganz cool. Und die können natürlich hier in die Box rein. So. Das kann eigentlich weg. Du hast dir einen Lieferservice gewünscht, Pizzabäcker. Den hast du jetzt auch bekommen. Pizzen können einfach hier hinten noch rein. Schön warm. Und hier, du kannst dich auch gerne reinsetzen an Steuer. Kannst vielleicht auch jemanden mal engagieren. So. Und damit kann der Playmobil Pizza Service hier starten. Welche Pizza darf es denn sein? Die Pizza Khan mit Pommes? Oder auch Thunfisch? Oder Salami oder was auch immer. Leute, schreibt in die Kommentare, was sagt ihr zu diesem Playmobil-Wagen? Also mir gefällt er wirklich sehr. Mal was richtig Cooles. Solche Dinger gefallen mir wirklich sehr, sehr gut.
Was sagt ihr, Leute? Schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Glocke aktivieren, abonnieren und vielleicht auch kommentieren. Leute, ciao, euer Kahn.